Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Und nach ein paar nachdenklicheren Videos gestern und gibt es jetzt am Nachmittag nochmal ein Breaking News Video. Neues vom Osterpaket, Osterhasen, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Also, es sind so ein paar Details des Osterpakets jetzt bekannt geworden. So, es fängt ein bisschen an. Will mal versuchen, das ein bisschen darzustellen. Ich verlinke unten mal einen Artikel aus dem PV Magazine, wo das ein bisschen ausführlicher drin steht vielleicht. Ich versuche es trotzdem so ein bisschen nachzuarbeiten. Hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ich möchte aber auch noch ein paar Anmerkungen dazu geben, wie ich so bin und ja, und vielleicht halt auch noch ein kleines Fazit ziehen. Also, was ist jetzt so ein bisschen rausgekommen? Also, rausgekommen ist also ein bisschen, dass das Osterpaket zum Beispiel eine EEG-Reform natürlich umfasst, aber das wissen wir ja alle schon. Ich meine, das sind jetzt keine überraschenden Neuigkeiten. Aber es gibt dann ein sogenanntes EEG-Entlastungsgesetz. Das EEG-Entlastungsgesetz geht dann im Prinzip um die EEG-Umlage. Das heißt, die Umlage, die jeder, der Strom aus dem Netz entnimmt, auf diesen Strom bezahlt, um die EEG-Anlagen zu finanzieren, wird ja zukünftig aus CO2 gemacht. Im Moment für das Ende dieses Jahres wird wohl genug im Pott sein, sodass die da gar nicht groß Geld irgendwo zuschießen müssen oder fast kein Geld zuschießen müssen. Also hat man sich entschlossen, das ja ab 1.7. abzuschaffen. Und das wurde ja letzte Woche im Koalitionsausschuss nochmal nachverhandelt. Ich hatte es ja schon vor Wochen angekündigt, nicht? Der Flurfunk war da ja etwas schneller. Aber jetzt ist es ja beschlossene Sache und das soll auf jeden Fall damit im Osterpaket mit enthalten sein, also ein EEG-Entlastungsgesetz mit Abschaffung der EEG-Umlage zum 1.7. Was für euch den Vorteil hat, also für alle, die über die 30 kW bauen, wo man ja normal EEG-Umlage auf Eigenverbrauch bezahlen müsste, ihr braucht den zweiten Zähler nicht mehr, spart euch den Zählerplatz und. Ist also auch eine erhebliche Entlastung, gerade für große Anlagen, also für groß vollgelegte Dächer, kann sich das enorm auswirken, weil ja auch bei der Messwandlermessung, die ja ab 30 kW ansteht, da ist es wirklich auch entscheidend, was ihr an Leistung habt. Bei der EEG-Umlage ist nur die Dachleistung entscheidend gewesen und deswegen ist das natürlich auch gut, wenn ihr so also eine 30 kW-Anlage habt, die aber nur 20 kW wirklich leistet, spart ihr euch den Zähler. Das ist so ein bisschen der kleine Vorteil. Dazu soll es noch eine spezielle Zusatzverordnung, ein Zusatzgesetz geben. Ich habe das mal hier rein kopiert. Und zwar die Verpflichtung zur Weitergabe an Letztverbraucher. Das war also noch ein Punkt, der nicht ganz klar war, wie man jetzt eigentlich die Versorger dazu bringt, dass die das dann auch weitergeben und nicht einfach die 3,7 Cent so, naja, wir haben eh höhere Kosten, stecken wir es mal ein. Und da ist hier, wird also 118, Paragraph 118 Absatz 36 bis 39 des Energiewirtschaftsgesetzes Neuregelungen einführen, die Stromlieferanten zur Weitergabe der Entlastung infolge EEG-Umlagenabsenkung verpflichten. Also finde ich eine sehr gute Idee. Die Verpflichtung zur Weitergabe der Absätze erfordert Anpassung des Strompreises in Cent pro Kilowattstunde vor Umsatzsteuer. Diese Preisänderung erfordert eine Anpassung der Summenformel zur Berechnung, ohne dass jedoch eine Neukalkulation aller Preisbestandteile erforderlich ist. Erleichterung kommt hinzu, dass die Höhe der Absenkung klar bestimmt ist. Sie beträgt 3,723 Cent pro Kilowattstunde vor Umsatzsteuer. Die Absenkung ist entweder in Abzug zu bringen oder der Kostenbestandteil EEG-Umlage auf Null zu setzen. Also schon mal sehr gute News, also dass es dann auch wirklich am Ende bei den Verbrauchern ankommt. Denn das war ja jetzt schon fast verdächtig klar, dass einige sagen, naja, wir haben ja eh viel höhere Netzkosten und wir haben ja eh viel höhere Beschaffungskosten und dann, ja, einen Cent geben wir weiter oder so oder zwei und den Rest eigene Tasche. Das wird es nicht geben, liebe Freunde der Versorgungs Industrie oder Kultur oder Betriebe. Also unser Geld, nicht euer Geld. Aber gut, das wird zum 1.1. nächsten Jahres sowieso Preisanpassungen geben. Es kann sogar sein, dass es demnächst Notanpassungen gibt, weil jetzt der Ukraine-Konflikt. Aber wir wollen da gar nicht weiter drauf eingehen. Heute ist Osterpaket. Und das wollte ich da nochmal zu sagen. Also, was ist noch so ein bisschen rausgekommen? Eigentlich das, was er auch schon angekündigt hat. Ich habe ja schon mal ein Video zu der Pressekonferenz von Herrn Habeck gemacht. Verlinke ich euch mal. Ausbaufahrt
soll sein, 20 Gigawatt bis 2028 und dann von 2028 bis 2035 gleichbleiben bei 20 Gigawatt, wobei ich mir da die Frage stelle, warum macht man den Ausbaufahrt nicht einfach jetzt schon auf 20 Gigawatt und fängt schon wieder an mit irgendeinen komischen Stufen. Aber ich bin ja nicht der Wirtschaftsminister und ich bin ja auch kein Politiker. Ich habe keine Ahnung, warum man das nicht einfach macht. Normalerweise sage ich, alles geben, was geht. Und da möchte ich keinen Ausbaufahrt, ich möchte Ausbau. Aber gut, wie gesagt, Ziel ist Erneuerbare in 2030 auf 80%. Aber das hat er ja auch schon alles gesagt. Und ja, was jetzt für uns vielleicht, ja, was auch ein bisschen wichtig ist, nicht unbedingt für uns, aber gut. Windkraft und Photovoltaik soll im EEG der Grundsatz verankert werden, dass die Nutzung erneuerbarer Energien hat Vorrang, ist also vorrangig vor öffentlichem Interesse und öffentlicher liegt im Interesse, also liegt im öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Da gab es ja mal diese Geschichte mit der Braunkohle in NRW, glaube ich, war es oder so, wo die das dann auch erklärt haben. Und mit dieser Begründung kann man dann ja auch theoretisch Häuser enteignen, abreißen und sonst was machen. Also, naja, gut. Bei PV-Anlagen ist nicht so dramatisch. Bei Windkraftanlagen könnte das zu einem Umdenken der Entfernungsregeln führen, wenn einer da zu viel protestiert. Naja, gut, okay. Aber da wollen wir mal nicht. Ich will da noch gar nicht so weit denken. Was auch noch passieren wird, ist ganz klar, haben wir auch schon gesagt, die EEG-Vergütung für Einspeisung wird steigen. Und es wird aber auch noch ein Zusatz-Osterei, sag ich mal, geben. Die Vergütung wird für Volleinspeiser noch höher sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dach miete, baue da einen Volleinspeiser drauf, also ich kann da selbst gar nichts von verbrauchen, weil da gar kein Anschluss zu mir besteht, dann kann ich im Prinzip auch einfach den Strom zu 100% ins Netz einspeisen und kriege dafür dann auch eine entsprechend höhere Vergütung. Was auch gut ist, ich habe ja das heutige Video mit Martin zusammen, habe ich ja mal erwähnt, der Volleinspeiser muss sich wieder lohnen und dann soll er sich wohl wieder lohnen, weiß natürlich die Sätze noch nicht, das ist übrigens auch ein Problem. Man hätte ja auch schon mal ein paar Zahlen nennen können, aber gut. Aber wie gesagt, die Vergütung wird steigen, der Volleinspeiser wird noch mehr Vergütung bekommen und die Degradation der Vergütung, das heißt dieses langsame Runterfallen, wird es nicht mehr so geben, sondern es wird halbjährlich eine neue Vergütung festgelegt. Das hat einen großen Vorteil, denn bisher war es ja wirklich so manchmal, also da musste ja nur ein schlechter Tag dazwischen sein, schon hat man über 20 Jahre Geld verloren, weil das eben nicht mehr am 31. fertig geworden ist, sondern erst am 1. und schon war zack, eine große Summe im Endeffekt flöten. Nicht? Das hat Leute unter Druck gesetzt und letztlich ist das auch totaler Quatsch. Gut, das wird jetzt auch wieder Leute unter Druck setzen, es wird dann irgendwie wahrscheinlich 2 Halbjahres-Rallys geben oder so. Werden wir nochmal sehen, was da dann passiert, so an den letzten Tagen der halbjährlichen Dekade. Ich weiß auch noch nicht, ob sie es kalendarisch machen, also 1.7. und 1.1. oder ob sie dann sagen, wir ziehen das ein bisschen raus. Es wäre günstiger zu sagen, 1.4. und 1.10., damit das im Jahr liegt und nicht gerade ein Datum im Dezember auf Januar, weil das natürlich sehr unglücklich ist. Ne? Aber gut, das werden wir dann sehen, was sie machen. Ich denke mal, die sind Politiker, sie werden es wahrscheinlich 1.7.1.1. machen. Aber da wollen wir mal nicht zu weit drauf eingehen. Gut, also die kleinteilige Steuerung des sogenannten Atmendeckels fällt komplett weg. Und wie gesagt, man kann dann bei unvorhergesehenen Ereignissen noch etwas schneller nachjustieren. Dann soll der Eigenverbrauch entbürokratisiert werden. Also neben der EEG-Umlage gibt es weitere Umlagen, die im Strompreis enthalten sind. Und das soll alles in ein neues Energieumlagengesetz, EnUG, überführt werden. Auch die KWKG und Offshore-Umlage sollen da irgendwie mit rein und. Ihr könnt euch das in dem Artikel durchlesen. Das ist für uns jetzt nicht, glaube ich, nicht so richtig interessant. Besondere Ausgleichsregelungen für energieintensive Industrien und ja, wie gesagt, wir bauen private PV-Anlagen auf Dächer und deswegen möchte ich da gar nicht zu weit drauf eingehen. Naja, wir wollen ja,
und das Video auch nicht zweimal. Was vielleicht noch interessant wäre, ich habe ja letztens schon das Video gemacht zum Thema Agri-Photovoltaik, da habe ich ja schon ein Breaking News Video zu gemacht und das haben sie halt auch noch mal ein bisschen deutlicher gemacht, also dass die Flächenkulisse erweitert werden soll. Und da ist noch ein interessanter Punkt enthalten, also nicht nur Agri-Photovoltaik, sondern auch Parkplatz-Photovoltaik. Da haben wir ja gerade unter dem Video Agri-Photovoltaik enorm drüber diskutiert und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch so eins meiner Lieblingskinder, weil mir geht das immer tierisch auf die Nuss, wenn ich einkaufen fahren muss, während es regnet und dann draußen irgendwie stehe auf dem Parkplatz, der riesengroßes, mein Auto belade und kriege dabei das Wasser auf den Pelz. Also ein Dach über dem Parkplatz wäre schön. Und wenn man schon ein Dach über dem Parkplatz schön findet, kann man da ja auch einfach Photovoltaikmodule drauflegen. Man kann ja auch das ganze Dach aus Photovoltaikmodulen machen. Vielleicht sogar transparente Module, sodass darunter noch ein bisschen Licht verbleibt. Da muss man nichts beleuchten. Das wäre ja eine super Idee. Und das ist jetzt tatsächlich damit drin oder soll damit rein. Und das ist ja bisher immer bei den Innovationsausschreibungen gewesen. Und das soll jetzt auch ins EEG überführt werden. Da bin ich mal interessiert dran, wie da die Regelungen sind und wie da die Vergütungssätze sind. Sowieso Freiflächen-PV. Man muss jetzt mal sehen, wie die Vergütungssätze auch sind, ob man nicht auch mal einen PV-Zaun vernünftig bauen kann. Im Moment ja sehr schlecht vergütet. Oder auch jede PV, die nicht am Haus ist, ist schlecht vergütet und schwer zu bauen mit der Vergütung. Da müssen wir mal sehen, ob da nicht ein paar mehr Möglichkeiten kommen, wenn da jetzt sowas wie die Parkplatz-PV mit reinkommt und so. Da können wir ja vielleicht auch ein paar Sachen im Privatbereich von nutzen. Hoffen wir mal. Ausschreibungspflichten für Bürgersolarparks bis 6 Megawatt fallen weg. Nicht, also es können dann Freiflächenanlagen von Bürgerenergiegesellschaften bis 6 Megawatt Leistung gebaut werden. Die Windparks in dieser Regelung sind bis 18 Megawatt Leistung frei. Und damit werden dann die De Minimis-Regelung und Beihilferichtlinie der EU-Kommission umgesetzt. Die Koalition erhofft sich dadurch, dass dann mehr Akteure auf dem Markt sind. Das heißt, dass also logischerweise dann Bürgerenergiegenossenschaften sich bilden und die dann auch noch mitspielen. Und natürlich, wenn Bürgerenergiegenossenschaften Windkraft und PV bauen, dann ist da eine ganz andere Akzeptanz in der Bevölkerung. Das sind ja meistens Leute von vor Ort, die bekannt sind und denen gönnt man das eher als irgendeinem Investor, der hier in Norddeutschland aus Bayern kommt, irgendwie hier meint, dass er hier seine Windräder und sonst was hinbauen will. Das ist klar, dass das nicht so beliebt ist wie Leute, die man irgendwie kennt. Nicht? Also wir haben hier in der Nähe ja einen größeren Windpark, das gehört wirklich einem hier aus der Gemeinde. Und das ist eine ganz andere Sache bei dem Windpark als in anderen Windpark ein Stückchen weiter, wo also Fremdinvestoren von sonst woher gekommen sind, um das zu bauen. Es ist wirklich so, also dem, den man kennt, den gönnt man es eher als irgendwelchen Fremden, die hier nur Geld scheffeln wollen. Das ist einfach so. So ist der Mensch gestrickt und das ist ja auch vielleicht sogar richtig so. Und ich bin ja wirklich für Bürgerenergie und das wäre richtig gut. So, dann möchte das Bundeswirtschaftsministerium einen besonderen Fokus auf Innovationen und Speicher legen. Mit dem Blick auf den Hochlauf von oder Markt- und Wasserstoffkraftwerken sollen innovative erneuerbare Hybridkraftwerke mit lokaler Speicherung gefördert werden. Macht ja Sinn. Pilotprojekte im Kleinen sollen zeigen, wie die Stromversorgung basierend auf Erneuerbaren in Zukunft funktionieren kann. Hierfür ist eine Verordnungsermächtigung geplant, die noch in diesem Jahr erlassen werden soll. Auch die Förderung der Biomasse soll stärker auf hochflexible Spitzenlastkraftwerke fokussiert werden. Das ist auch so ein Thema. Es ist totaler Schwachsinn, dass diese ganzen Biokraftwerke da immer irgendwie 24 Stunden am Tag laufen. Da wäre es viel sinnvoller, das dann laufen zu lassen, wenn die PV weniger bringt und die Windkraft und dann entsprechend vielleicht ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, dass nur in Spitzenzeiten da was rauskommt. Neue Biomethan- und KWK-Anlagen müssen auf Wasserstoff ausgerichtet werden, also müssen, es muss die Möglichkeit bestehen, die auch mit Wasserstoff zu betreiben. Dabei sind auch Vorschläge enthalten, die den Ausbau der Windkraft in Deutschland zukünftig wieder auf das notwendige Maß forcieren wollen. Ja, so hoffen wir mal hoffen. So, der Zeitplan. Also wann passiert jetzt was? Am Montag ist die Ressortabstimmung für alle drei Gesetzesentwürfe eingeleitet worden. Also heute. Die Formulierungshilfe für das EEG-Entlastungsgesetz soll nach Möglichkeit bereits kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Und die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli dann, wie gesagt, sichergestellt. Das EEG-Osterpaket und die Novelle des Gesetzes für Wind auf See sollen künftig am 6. April im Kabinett beraten werden. Gut. Was ist jetzt mein Fazit? Ich habe ich überhaupt gesagt?
Die EEG, die Einspeiseerhöhung gilt rückwirkend. Steht da auch drin. Nur, was da nicht drin steht, ist, bis wann rückwirkend? Ich meine, rückwirkend bis, ne? Wenn Jesus eine PV gebaut hätte oder rückwirkend bis, ne, vom Osterdeckel zurück bis 1.3. oder bis 1.1. oder bis 1.1.2021 oder alles, was weniger ist. Also, da war mal das Gerücht, dass alles, was weniger ist, kommt. Also, wenn ich jetzt sagen wir mal, wenn die sagen, wir erhöhen auf 10 Cent, dass alles, was in den letzten Jahren gebaut ist, was noch unter 10 Cent war, direkt auf 10 Cent springt. Das kann man machen, indem man den sozusagen den Tag der Erstinbetriebnahme nachträglich anpasst. Das wurde schon mal gemacht. Und dann wird also im Prinzip da eine Anlage draus mit weniger Jahren, dafür aber höherer Vergütung. Und müssen wir mal gucken, wie das dann kommt. Aber das ist der Flurfunk. Ich habe ja mal ein Video gemacht. Ich habe das verlinkt, das hier oben auch mal zu der Thematik, wie arbeite mit dem wie mit dem Osterpaket. Da habe ich ja diesen Fall schon mal angeteasert. Die Vergütung wird rückwirkend steigen. Das ist dann kein Problem. Also sie wollen natürlich. Das Problem ist ja, dass das jetzt alles erst beschlossen wird und dann wird es wahrscheinlich wird die Vergütungserhöhung erst zum 1.1.2023 oder so antreten oder irgendwie, wenn die EU da auch noch ihren Senf zugegeben hat. Und damit jetzt nicht alle sagen, oh, ich baue nichts mehr, bevor das nicht durch ist, kommt dann die rückwirkende Erhöhung. Jetzt ist eben, wie gesagt, die Frage, ob sie dann sagen, rückwirkend ab Beschluss oder es ist, wie gesagt, immer noch nicht ganz klar. Wenn ihr kurz vor der Inbetriebnahme steht, wie gesagt, dann ein bisschen zögern. Ich weiß es nicht. Also es muss jetzt jeder für sich entscheiden. Wahrscheinlich wird ein Zögern jetzt keine negativen, ein Nicht-Zögern, sondern Inbetriebnehmen keine negativen Konsequenzen mehr haben. Davon ist jetzt einfach auszugehen. Aber wie gesagt, ich gebe da keinen Tipp ab, weil ich möchte mich da auch nicht mitschuldig machen, wenn einer am Ende weniger Geld bekommt, weil wäre ja schade. Gut, also muss immer noch jeder selber entscheiden. Ich würde aber stark darauf tippen, dass nach diesem Text das zurückgeht und wahrscheinlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, auf alle, die unter dem Wert liegen, was für mich ja auch gut wäre, weil ich ja im letzten Jahr eine Anlage gebaut habe, die unter dem Wert liegt, dann würde sie auch auf diesen Wert steigen. Das würde ich jetzt nicht so schlecht finden. Aber okay, es geht hier nicht um mich und ob ich da jetzt die Vergütung höher oder gleich kriege, das ist mir völlig egal. Ich baue auch trotzdem eine neue Anlage. Ich hätte diese neue Anlage auch mit dem alten Sätzen gebaut, weil ich sie haben will, weil ich das gut finde. Gut, in diesem Sinne, baut viel PV auf die Dächer. Wenn euch solche Neuigkeiten immer interessieren, wann sie rauskommen, dann abonniert den Kanal, dann werdet ihr informiert und drückt auch noch die Glocke, damit das etwas schneller geht. Und ihr wisst ja, abonnieren, kommentieren, diskutieren, daumieren. Genau, mein Fazit. Das habe ich noch gar nicht ganz zu Ende geführt. Ich finde das eigentlich alles gut. Ich finde es auch gut, wenn das jetzt so ein bisschen was rauskommt. Aber was ich nicht so gut finde, ist konkreter sein. Also wie gesagt, konkret sagen, wir lassen nicht raus, das werden wir rückwirkend machen. Wir lassen raus, wir machen rückwirkend ab dem und dem Datum. Oder eine Summe sagen. Der Volleinspeiser kriegt zukünftig das und das und Teileinspeisung, Eigenverbrauch kriegt das und das. Ruhig sagen. Ja, wenn man diese Summen hätte, könnte man damit rechnen. Ich könnte jetzt ja schon sagen, ach Mensch, ich kann doch mal das Dach der Schule mieten, wenn die das vermieten wollen und kann ja mal überlegen, da einen Volleinspeiser drauf zu bauen. Kann ich aber ja gar nicht machen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich dann bekommen würde. Als Beispiel. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir bald mit mehr kommen, bald mit konkreteren Zahlen kommen, damit wir alle weitermachen können, obwohl wir ja sowieso alle weitermachen. Und wie gesagt, plant die Dächer voll und auch das Dach des Nachbarn vielleicht. Ciao, ciao.